Ihr seht hier das Samsung Galaxy S3 Mini und wir wollen uns die Internetfunktionen von diesem Gerät genauer anschauen. Dafür zeige ich euch gleich einmal den Browser, den ihr hier über die Shortcuts einfach öffnen könnt. Zunächst, das Gerät wird unterstützt von GPS, WLAN, Edge, UMTS, HSDPA und HSUPA. Ich habe euch die genauen Spezifikationen genau im ersten Videotest gezeigt, im ersten Teil. HSDPA mit 14,4 Mbit pro Sekunde und dann habt ihr HSUPA mit 5,76 Mbit pro Sekunde. Ja, schauen wir das einmal an, indem wir hier den Browser starten. Dann habt ihr hier den, die erste Seite quasi, blank ist das, und da könnt ihr jetzt was eingeben, und zwar zum Beispiel handy-mc.de, wenn wir das Ganze finden, Handy, so, und da habt ihr schon die Seite. Die baut sich jetzt hier einmal eben auf, wir sind über WLAN im Netz, wie ihr sehen könnt, und geht aber eigentlich wirklich relativ flott. Ja, wir haben jetzt hier natürlich ein kleines Display, 4 Zoll, keine 4,8. Wenn ihr ein Samsung Galaxy 3 bereits in der Hand gehabt habt, ist das natürlich schon um einiges kleiner zum Surfen, und weiß ich nicht, ob das genauso viel Spaß macht, aber Surfen ist eigentlich schon relativ flott, und ihr seht, wir können hier gut rein und raus zoomen per Pinch-to-Zoom. Das funktioniert eigentlich super, wie ihr sehen könnt. Dann habt ihr hier unten die Einstellungen, wie immer. Was könnt ihr hier machen? Neues Fenster, also neues Tab öffnen. Da habt ihr auch noch hier oben die Möglichkeit, Favorit hinzufügen, Shortcut hinzufügen, Seite senden auf Seite suchen, Desktop-Ansicht zum Lesen, im Offline-Modus abspeichern. Das heißt, ihr drückt hier drauf, dann habt ihr die Seite gespeichert, könnt sie auch ohne Internetverbindung, zum Beispiel im Zug lesen, wenn man da nicht zwischendurch was hat. Helligkeit, Downloads, Drucken, Einstellungen. Gehen wir mal auf neues Fenster, dann wird hier ein neues Fenster geöffnet. Google zum Beispiel, öffnen jetzt hier eine mobil angepasste Seite, aber Google ist auch mobil angepasst natürlich, habt ihr gesehen. So, 9gag zum Beispiel, und hier sollt ihr natürlich gleich die App runterladen. Ja, und dann habt ihr hier eine angepasste Seite. 9gag hat immer sehr, sehr viele Bilder, das ist ja auch sehr witzig. Ja, deswegen kommt es immer darauf an. Manchmal dauert das wirklich ganz schön lange, bis die Seite geladen ist, aber hier haben wir einen flotten Aufbau auch wieder mal. Dann hier oben auf die Tabs gedrückt, da habt ihr hier eine Übersicht über die Tabs. Zack, könnt ihr noch eins öffnen. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, hier auf Minus, ich schließe das, ihr könnt hier hin und her wischen, ja, und das Tab direkt öffnen. Hier könnt ihr das Ganze noch anonym, also anonym browsen, einstellen. Wenn ihr die Tabs öffnet, dann habt ihr natürlich jetzt zwei Tabs geöffnet, wo ihr anonym browst, und hier nicht, deswegen wird das bei dem einen angezeigt. Hier kommt ihr zu euren Lesezeichen oder Favoriten. Favoriten könnt ihr hier hinzufügen, dann habt ihr hier euren eigenen Verlauf. Hier werden die anonymen Seiten natürlich, die ihr anonym aufgerufen habt, nicht gespeichert, und hier habt ihr gespeicherte Seiten. Ja, also eigentlich echt eine ganz einfache Benutzung. Gehen wir nochmal ganz kurz auf Handy MC. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Landscape-Modus öffnen. So, das erstmal zum Browser. Dann schauen wir uns einmal ganz kurz die Navigation an. Die geht natürlich auch über mobiles Netz und GPS, wie ihr wissen müsst. Ziel einsprechen, Hauptbahnhof Hannover. So, Hauptbahnhof Hannover, machen wir mal los. Zustimmen. Und jetzt wird der Standort abgerufen. GPS wird gesucht. So, und jetzt werde ich hier nochmal gefragt, welchen Hauptbahnhof ich wirklich meinte. Da könnt ihr die Sprachführung noch installieren, das mache ich jetzt mal nicht. So, und dann seid ihr hier im Navigationsmodus, wie ihr sehen könnt. Hier könnt ihr noch weitere Einstellungen vornehmen, Routenliste, Route und alternative Ebene, Sprachführung an, aus, mehr. Also ihr könnt viele Apps und Spiele herunterladen, die über mobiles Netz oder WLAN funktionieren. Zum Beispiel soziale Netzwerke wie YouTube, Facebook, Twitter, ist klar, könnt ihr alles runterladen. Aber auch Google Maps und so weiter benötigt mobiles Netz. Ich zeige euch den Play Store noch einmal genauer im Multimedia-Video, dann im Zusammenhang mit den Spielen, damit ihr da einen Überblick habt, was ihr alles herunterladen könnt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, WhatsApp herunterzuladen, das werde ich auch öfter gefragt. WhatsApp gibt es kostenlos für das Samsung Galaxy S3 Mini.